Drei prominente Demokratieaktivisten in Hongkong haben sich in einem Prozess gegen sie schuldig bekannt. Joshua Wong, Ivan Lam und Agnes Chow werden der Aufruf und die Teilnahme an unerlaubten Protesten vorgeworfen. Konkret wurden sie wegen einer Kundgebung vor der Polizeizentrale in Hongkong im Juni 2019 angeklagt. Das Schuldeingeständnis kann zu milderen Strafen führen. Wong sagte vor dem Gerichtsgebäude jedoch, auch eine Inhaftierung könne die Aktivisten nicht von ihrem Kampf abhalten. Dafür opfere er auch seine Freiheit. Die Aktivisten würden sich nicht China unterwerfen. Das Urteil soll Anfang Dezember fallen. Bis dahin wurden alle drei Aktivisten in Untersuchungshaft genommen. Das bedeutet, dass eine Gefängnisstrafe so gut wie sicher ist. Hongkong ist chinesische Sonderverwaltungszone. 2019 gab es dort monatelang Massenproteste gegen den zunehmenden Einfluss Chinas. Seitdem haben die Hongkonger Behörden ihr Vorgehen massiv verschärft. Seit einiger Zeit können sie auf ein von Peking verabschiedetes sogenanntes Sicherheitsgesetz zurückgreifen. Dieses erlaubt den Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.